Hi Leute, heute im Test für euch die Blitztürme von Leslie Feuerwerk. Vier Stück in der Verpackung. Mal einen hier rausgeholt, dann geht es schneller. Ah, wieder falsch. Blitztürme. So, jetzt geht natürlich die Schrift wieder andersrum. Ganz in F1. Leute, die Teile bitte nicht in der Hand halten. Da gab es schon Durchzündung, und die waren lauter als ein Polenböller. Also ist ein Stroboskopblitz. So hat vielleicht lange Brenndauer. Netto-Explosivmasse oder NEM von 8 Gramm auf 4 Stück, also macht 2 pro Stück. Nicht in der Hand halten. So, ich habe schon mehrere Videos davon gesehen. So, da ist das Ding explodiert oder Durchzündung gewesen, und die Leute, die haben Ohrenschmerzen gehabt, also anzünden und sich entfernen. So konnte eine Fehlcharge sein. So, ob Leslie da was gemacht hat, keine Ahnung. In diesem Sinn ab zur Zündung. So Leute, hier zum Test für euch auf dem Abbrenner die Blitztürme von Leslie. So schauen die Dinge aus. Leute, nicht in der Hand behalten. Die Dinger können durchzünden. Und dann habt ihr die, naja, unnötig Verletzung oder weiß ich was. Da schauen wir mal schon weg. Nicht, dass der auch durchzündet. Nee, oh, sehr grell. Ein schöner Strobo. Schön langsam. Und recht lange. Also gegenüber die anderen da in meinem Vergleichstest. Ja. Recht lange brennt aber. Schön und schön gleichmäßig. Also die Brenndauer enorm, enorm. Schöne Teile, die von Leslie, die Blitztürme. So, in diesem Sinne, über Abos, Likes, Kommentare würde ich mich sehr freuen. Und freut euch aufs nächste Video. Ciao, ciao.